Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 21. 9. 2020. Ich habe heute, so sieht's aus wie ein Notgerät. Und so sieht's aus wie ein Fold-Gerät. Mein Galaxy Z Fold 2 5G bekommen und habe schon einen halben Tag damit rumgespielt. Ich liebe es echt. Es ist echt ein super Telefon und ich bereue bis jetzt die Entscheidung nicht, es mir gekauft zu haben. Es ist heute Vormittag gekommen und wie gesagt, ich bereue es nicht, es mir so gekauft zu haben. Auch wenn es extrem teuer war. Und meine Mutter wird mir jetzt noch eine Handytasche dafür schneidern und damit es in der Tasche geschützt ist, wenn was drauf fällt oder so. Heute waren keine Assistenten da. Heute ist Montag. Selten, dass keine Assistenten da sind, aber hat sich so ergeben. Morgen kommt Sonja, übermorgen auch, und dann kommt zweimal Corinna, und somit ist die Woche verplant. Und es gibt nicht recht viel Neues. Ich werde noch weiter mit meinem Handy rumspielen und noch weitere Apps installieren und so. Aber morgen freue ich mich mal auf Sonja und hoffe, uns fällt was zu tun ein und ich bin hoffentlich morgen nicht so müde. Morgen kann ich auch schlafen, heute war die Volkshilfe da. Und ich finde, bei dem Videoaufnehmen vergehen die Minuten immer langsamer. Heute war Silvia da von der Volkshilfe. Der hat mir ganz gut Haare gewaschen. Oh, das wirkt eigentlich ganz gut. Und sauber. Oben sehen sie schon wieder so rötlich aus, weil ich ja rotblond bin. Und unten ist noch die dunkelbraune Farbe drin. Aber auch fast nicht mehr von der Sonne recht ausgebleicht. Aber ich muss jetzt mal überlegen, ob ich mal nachfärbe oder nicht. Oder ob ich es rauswachsen lasse. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Die fast schwarzen Haare oder die rotblonden Haare. Oben sind sie richtig blond. Richtig hell. Aber das sieht man in dem Licht schlecht. Und das kommt jetzt schon langsam immer weiter runter. Und ihr könnt schreiben, was euch besser gefällt. Meine Naturhaarfarbe oder die gefärbten Haare. Ihr habt da jetzt genug Videos zum Vergleich, wie sie frisch gefärbt aussehen und wie mit fast ausgewachsenen Haaren. Das würde mir echt helfen, ein paar Kommentare. Aber naja, sonst gibt es nicht recht viel Neues. Am Freitag bin ich wieder bei Kerstin. Aber ich glaube, das habe ich gestern schon erwähnt. Und bei Christoph am 13. Oktober. Aber auch das habe ich gestern schon erwähnt. Ich freue mich total, dass mein Handy heute gekommen ist. Noch ist mir nichts Schlimmeres damit passiert. Runtergefallen oder so.
Mein Bruder hat mein Notebook übernommen, sodass ich nicht zurückschicken muss. Und er zahlt das gleiche wie Samsung. Sonst gibt es nicht viel Neues. Wie gesagt, sage ich jetzt schon zum dritten Mal. Es tut sich einfach nicht viel. Meiner Mutter ging es nicht recht gut nach dem Steakessen. Ihr war schlecht und sie war das viele Essen nicht gewöhnt und sie hatte, glaube ich, ziemliche Probleme danach. Aber jetzt geht's ihr wieder gut. Und das freut mich. Und also ich habe beim Steakessen fast zu wenig gegessen. Ich hätte noch Hunger gehabt. Aber hätte ja meinen Nachtisch nicht teilen müssen. Ja, das war's heute von mir. Das ist alles. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut. Eure Ines.